Herzlich willkommen heute wieder zu einer Tarot-Kartenlegung von mir. Ich bin Monsieur Christian und ja, ich würde sagen, wir reden auch nicht lange um den heißen Brei herum und starten direkt los. So, da, dann schauen wir uns mal an, was mir und dir die Karten heute verraten. Wir haben die Vier der Schwerter, den Ritter der Kelche und die Drei der Schwerter. Ja, was ich direkt sehe, ist hier ein bisschen sowas wie Herzschmerz. Drama irgendwo. Ja, also da war Drama da, oder du bist dir einfach momentan im Ungewissen darüber, wie es weitergeht, was als nächstes passieren wird, ob sich endlich was tut. Wir haben hier den Ritter der Kelche. Und da sind momentan wirklich Gefühle im Spiel, die aber nicht ganz klar zum Ausdruck gebracht werden. Da haben wir eben den Ritter der Kelche. Das ist jemand, der dich eigentlich sehr, sehr gerne hat, der eigentlich bei dir sein sollte und dich wertschätzen sollte. Du bist ein sehr, sehr wertvoller Mensch. Und ich rede jetzt gar nicht von diesen ganzen Dingen wie, ja, Optik und Geld. Darum geht es jetzt hier gar nicht. Ja? Auch wenn du attraktiv bist. Es geht jetzt wirklich um die Dinge, die man zu geben hat. Und da meine ich einfach, dass du wertvoll bist, weil du jemand bist, der sehr viel gibt. Gerade in einer Beziehung. Und das wirklich auch vom Herzen kommt und wirklich gerne macht. Wenn du für jemanden Gefühle hast, dann willst du auch der Person einfach was Gutes tun. Und das ist einfach sowas von wertvoll. Und auch wenn es so scheinen mag, als würde das alles nichts wert sein manchmal bei ihm, als würde er das einfach nicht mehr schätzen können. Oder du bist dir einfach über ihm unklar darüber, ob er es überhaupt schätzen kann, ob es ihm überhaupt etwas wert ist. Das ist ihm was wert. Auch wenn er es nicht zeigen kann. Also ich sehe da wirklich jemanden, der Probleme damit hat, zu zeigen, was wirklich in ihm vorgeht. Und generell bei dir würde ich sagen, momentan bist du momentan an so einem Scheideweg, wo du Entscheidungen treffen musst. Du musst Entscheidungen treffen über deine Zukunft, über deine Persönlichkeit, über deine Spiritualität, Dinge, mit denen du dich beschäftigst, vielleicht schon zu lange befasst, Leute, die dir einfach zu viel Kraft gekostet haben. Und ich sehe das sehr, sehr oft. Ich höre das auch oft. Also es geht jetzt nicht nur um das, was ich immer in den Karten sehe. Es geht allein auch um Gespräche, die ich habe mit Menschen. Ja. Egal wer das jetzt ist, das kann irgendwie aus dem Umkreis sein, irgendein Bekannter. Wenn ich über das Thema Partner rede, über das Thema Beziehung, was ja bei jedem oder fast jedem irgendwo präsent ist. Ja, manche Leute mögen das vielleicht gar nicht, die wollen gar keine Beziehung haben, ist auch legitim. Jedem das Seine, jeder wie er will. Und da sehe ich einfach, was bei dir ist, beziehungsweise auch bei diesen Leuten noch ist, dass man einfach oft alles gibt, und ich meine wirklich alles gibt, und man wirklich nur positive Emotionen hat, dann sogar merkt, dass das nicht so geschätzt wird, wie man eigentlich gerne hätte, dass es geschätzt wird und wie es eigentlich geschätzt werden sollte.
Und dann tritt ein Problem auf, wie zum Beispiel Desinteresse. Man wird vom Gegenüber belogen, betrogen. Es passiert einfach irgendwas. Und dann wird einfach die Schuld auf einen selbst projiziert und man wird irgendwie sitzen gelassen oder man fühlt sich einfach liegen gelassen. Also es muss ja nicht immer ausgesprochen werden. Natürlich ist das dann eindeutig und es kann sein, ja gut, es ist aus, ich brauche eine Pause oder eine Auszeit, die Gefühle haben nachgelassen, aber man merkt es auch beim Verhalten. Wenn du einfach siehst, dass sich jemand zurückzieht, der dir eigentlich vorher das Gefühl gegeben hat, dass das mehr Bestand hat. Weil natürlich sollte man ja im Moment leben, auch in der Gefühlswelt, in der Beziehung. Und ich sehe, du weißt, dass man sollte natürlich den Moment, den Gefühlsmoment genießen. Wenn man zum Beispiel irgendwo zusammen Zeit verbringt, ein leidenschaftlicher Moment, aber man sehnt sich dann auch irgendwo nach Sicherheit. Das heißt, man möchte eine Zukunft planen. Und das kann natürlich mit Familie sein. Es kann aber auch einfach sein, dass man jemanden hat, auf den man sich verlassen kann. Weil irgendwann kommen schlechte Zeiten und dann möchte man natürlich nicht verlassen werden, weil das ist eigentlich genau die Zeit, wo man seinen Liebsten am meisten braucht. Was geht ihm momentan durch den Kopf? Was sind eigentlich so die Gedanken, die ihm momentan wirklich so durch den Kopf schwirren? Wir haben die Fünf der Kelche, die Vier der Münzen, die Neun der Stäbe. Also, was ich gerade sehe, ist ein Gedankengang oder mehrere Gedankengänge, die treten häufiger auf, so wie, ja, ich liebe sie oder ihn, also das ist nicht geschlechterspezifisch, aber irgendwie weiß ich, dass ich in der Vergangenheit was falsch gemacht habe, möchte es mir aber nicht eingestehen und möchte es aber auch nicht zugeben und warte jetzt einfach mal ab. Vielleicht ist es auch gut so, ich möchte mich nicht auf eine Diskussion einlassen. Und mit Diskussion meint Aussprache. Das wäre definitiv von Vorteil, diese zu führen. Also die ist bei euch wieder fällig. Aber er nennt es einfach Diskussion, um damit was Unangenehmes zu assoziieren, ja, dass ich es rausbringe. Und dadurch versucht er einfach zu vermeiden, was ist, nämlich dass irgendwo bei euch beiden einfach etwas da war, was mit sonst noch niemandem da war. Und er macht sich auch keine Sorgen und keinen Druck und keinen Stress, weil er denkt, dass er ewig Zeit hat. Aber du bist vielleicht schon sogar schon an einem Punkt, wo du sagst, du hast genug von dem Ganzen. Du hast genug von dem ganzen Kindergarten. Du möchtest jemanden, der dich wirklich liebt. Du möchtest jemanden, der dich auch aufrichtig liebt. Ich glaube, das ist der richtige Ausdruck, weil jeder kann sagen, ich liebe dich. Ja, theoretisch kann dir jeder, den du triffst, sagen, ich liebe dich, aber das sind leere Worte. Man muss es auch zeigen. Man muss beweisen, dass Liebe aufrichtig ist. Und das kristallisiert sich dann in Zeiten heraus, wo es kriselt, wie es in Beziehungen oft so ist. Es gibt immer irgendwas, was einen Keil zwischen zwei Leute treiben kann, die keine besondere Verbindung haben, die nicht wirklich zueinander stehen. Weil ja, Beeinflussung von außen, man kann immer sagen, der und der, die redet dem einen und die Mutter, die andere Frau, die Ex, die Ehefrau, die gibt es dies und das. Aber wer wahrhaft liebt, der lässt nicht zu, dass ein Keil dazwischen getrieben ist. Da geht es auch um Vertrauen. Also du bist generell jemand, der sich nach Vertrauen sehnt
Und bei ihm hattest du eigentlich früher das Gefühl, dass du ihm vertrauen kannst, aber zweifelst aktuell daran. Das ist das, was ich sagen würde, weil sein Verhalten momentan einfach nicht gerade von Vertrauen zeugt. Also ein Rückzug, der ist zwar manchmal verständlich, du nimmst das zur Kenntnis, dass er Zeit braucht, du nimmst das zur Kenntnis, dass er einfach, ja, Blockaden hat, dies und das, aber das ist nichts, was dazu beiträgt, dass du dieses unterbewusste Vertrauensgefühl hast, dass du mit dieser Person wirklich diese Zukunft hier haben kannst, die 10 der Kelche. Weil Vertrauen ist unterbewusst. Vertrauen hat man oder hat man nicht. Man kann die besten Gründe liefern, wenn dir jemand unterbewusst nicht vertraut, dann nützt jegliche Überzeugungskunst nicht. Vertrauen ist alles. Wie weit vertraue ich wem? Vielleicht vertraust du einem Mann, den du neu kennenlernst, nicht mal so weit, dass du mit ihm auf ein Date gehst. Vielleicht vertraust du der einen Freundin so weit, dass du ihr gewisse Dinge erzählst von deiner Beziehung und einer anderen Freundin würdest du das nie erzählen. Vielleicht vertraust du einem Mann so weit, dass du dich mit ihm triffst, aber du vertraust ihm nicht so weit, dass du mit ihm ins Bett gehst, dass er nicht nur das eine möchte, obwohl du eine starke Anziehung verspürst. Und das ist eigentlich das, worüber niemand spricht. Ja? Und natürlich kann das auch als Mann sein, wobei ich eigentlich eher sagen würde, also ein Mann, der denkt nicht so. Ein Mann wird nie sagen, ja, ich habe da diese Frau kennengelernt, die sieht zwar hübsch aus und ich fühle mich zu dir hingezogen, aber ich vertraue dir irgendwie nicht. Ich treffe mich mit dir nicht oder ich gehe nicht mit dir ins Bett, weil ich ihr nicht vertraue. Ich kann dir sagen, wenn du eine Frau bist und zusiehst, es macht kein Mann, keiner. Das sind nur Gedanken, die Frauen haben. Und da ist eben einfach dieses Vertrauensproblem da, was eigentlich früher nicht da war. Natürlich, bei einem Mann kommt dann das natürlich auch, kann ich wem vertrauen, der sich zurückzieht. Das haben dann wieder beide. Ja? Also das ist eigentlich alles gar nicht so einfach. Das ist kompliziert. Da fragt man sich, warum, Liebe, warum solche Situationen nicht einfach einfacher sein können. Warum müssen die immer so kompliziert sein? Also, schauen wir uns noch an, was seine nächsten Handlungen sein werden. Das heißt, was er jetzt als nächstes tun wird, ob er überhaupt was tut. Es kann ja auch einfach sein, dass er nichts tut. Wir haben die 8 der Stäbe, die 2 der Münzen, ja, und die 10 der Schwerter. Also was ich als Hauptproblem sehe, ist, dass er einfach denkt, dass er Zeit hat und er wird aber demnächst wieder mal etwas von sich hören lassen. Ja, also er wird da wirklich wieder dir ein Zuckerl hinwerfen, sage ich jetzt mal, um zu schauen, wie du auf dieses Zuckerl reagierst. Weil er fühlt sich einfach irgendwie mit dir verbunden. Das heißt, er kann einfach nicht ganz von dir lassen. Und das ist oft so. Vielleicht redet er sich ein, ja, es passt nicht, ich brauche noch Zeit, ich dies und das. Man kann sich auch selbst Vorwände liefern. Also das geht nicht nur in Bezug auf, ich liefere jemand anderem Vorwände, um ihn hinzuhalten. Man kann sich auch selbst einen Vorwand liefern und sich selbst hinhalten. Und das ist aber schlecht. Vielleicht bist du auch jemand, der sich selbst Vorwände liefert, um sich hinzuhalten. Aber das hat meistens Auswirkungen. Also ich sage immer, das Schlimmste, was man tun kann, ist nichts zu tun. Und das ist bei ihm sowas. Aber er wird auf dich zukommen, aber mit dem Gedanken, dass er wieder etwas Kontakt mit dir hat, wieder etwas deine Nähe sucht und es einfach so ganz locker, lässig angehen lässt. Und mal schauen, also er macht sich nicht wirklich Gedanken darüber, was du fühlst. Es geht ihm hauptsächlich um seine eigenen Gefühle. Er hat wirklich den ganzen Fokus auf sich selbst. Also denkt wirklich an sich, also wirklich ein Ego.
Gut, das sagt sich immer. Also eigentlich muss ich jetzt auch mal darüber nachdenken, weil jeder hat irgendwo ein Ego und jeder agiert aus seiner Sicht. Und natürlich, jeder kümmert sich um sich. Natürlich, wenn du jetzt an wem an der Straße vorbeigehst, ist dir auch egal, was der gerade macht und was der gerade für Liebesleben hat. Wenn, das ist irgendein Fremder, ja. Und das betrifft dich nicht. Ja, der hat seine, sagen wir, der hat jetzt einen Liebeskummer. Du würdest es zwar verstehen, aber das betrübt dich einfach nicht. Das ist nichts, was dich jetzt traurig macht, weil so, sonst wird die Welt nicht funktionieren. Ja, wenn du traurig wärst, wenn irgendwer Liebeskummer hat. Aber es geht auch einfach darum, dass wenn jemand einem wichtig ist, ja, also wenn man jetzt in einer Beziehung ist und sich wirklich das Herz schenkt und so vieles miteinander teilt, Charakterzüge, Intimitäten, tiefgründige Gespräche, aber auch Smalltalk, auch einfach mal Blödsinn reden, einfach nur lauter blödsinnige Sachen reden, wo man, wenn man sich ein Video davon anhört, hören oder anschauen würde, wie man selbst lauter Blödsinn redet, sagen wir da, wie peinlich und nur lachen würde, aber einfach das alles zu teilen. Und das machte diese Liebe aus. Ja, da geht es nicht nur um Intimitäten, da geht es um so vieles mehr. So einen Menschen, den sollte man einfach besser behandeln. Man sollte sich auch einfach mal denken, wie dieser Mensch fühlt. Und das geht aber immer mehr verloren, habe ich das Gefühl. Ja, also das Herz wird gestohlen und dann bringt er es zurück, aber er leiht es dir nur. Er leiht es dir kurz und dann nimmt er es dir wieder weg. Dann bringt er es wieder hin und her und du weißt nie, wann du dein Herz wieder lösen kannst, wenn du den Pfand wieder lösen kannst, wann du deinen Pfand zurückbekommst. Und du bezahlst dafür. Du bezahlst Zinsen dafür, dass du dein Herz weggegeben hast und es wieder zurückbekommen musst. Und du kannst davon ausgehen, dass das bei ihm jetzt noch so weitergehen wird. Aber er hat schon vor, dass das zwischen euch wieder was wird. Das plant er. Also es ist wirklich, er plant da, er stellt da seinen Plan zusammen, der auf seine persönlichen Bedürfnisse zusammengestellt ist, ohne dich mit einzubeziehen. Und das ist die traurige Wahrheit. Da wird wirklich dein persönliches, emotionales und spirituelles Wohlbefinden, deine Bedürfnisse, die werden alle außen vor gelassen. Also die werden alle einfach irgendwie ignoriert. Dem wird einfach keine Beachtung geschenkt. Und da ist, glaube ich, auch bei dir dieser Punkt, wo du denkst, wie das weitergehen soll. Weil du kannst nicht ewig warten, weil ja, der macht da seinen Plan. Ich meine, du bist ja keine Marionette, die man für irgendein Puppenstück einplanen kann, wie es einem gefällt. Wenn man jetzt gerade mal Lust hat, die Fäden zu ziehen und ein bisschen zu spielen, dann spielt man mit dir und dann setzt man dich wieder in deinen Marionettenkasten und sperrt dich in den Schrank. Das bist du nicht. Und sich aber so zu fühlen, das ist einfach ein schreckliches Gefühl. Vor allem, wenn der Puppenspieler jemand ist, dem er eigentlich vertraut hat und dem er eigentlich Liebe schenken möchte und mit dem man zusammen eine gemeinsame Zukunft haben möchte. Wenn dir die Legung gefallen hat, folge mir und aktiviere unter dem Video die Glocke, um keine weitere Legung mehr zu verpassen.